Karl-Heinz, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der wichtigste Punkt der, dass ich weiß, was für ein Wasser bei mir zu Hause aus dem Wasserhahn kommt. Also was habe ich für ein Wasser und was für ein Wasser möchte ich eigentlich haben? Ja? Also was für eine Anforderung an Bestandteilen ist mir eigentlich wichtig? Und dafür ist es eigentlich wichtig, dass ich eine Analyse habe. Beschäftige mich ja jetzt seit 12 Jahren mit Trinkwasseranalysen von Leuten, die sich so einen Wasserionisierer kaufen. Und die schaue ich mir immer sehr, sehr genau an, um den Leuten dann auch zu empfehlen, welches Gerät ist denn das Richtige jetzt für das Wasser, das du da hast. Und da gibt es schon, jetzt soll ja Deutschland sogar verklagt werden, zum Beispiel wegen regelmäßiger Nitratwertüberschreitung. Ja, das sind dann schon Dinge, die man beachten muss. Wenn man sowas hat. Aber gerade beim Nitrat, da hat der Wasserionisierer den Vorteil, das Nitrat ist ein Anion, das heißt, es ist negativ geladen, das heißt, es wird durch die elektrische Kraft in das saure Wasser reingedrückt und aus dem basischen Wasser entfernt oder dort so runtergedrückt, dass man es kaum mehr messen kann. Also jedenfalls, dass dann die Grenzwerte auf jeden Fall eingehalten werden. Ich habe darüber in meinem Buch ausführlich geschrieben, wie man das Ganze einschätzen kann, was man bei welcher Art und welchem Nitratgehalt machen. Also selbst wenn wir jetzt von den Wasserversorgern irgendwie Grenzwertüberschreitungen oder durch die Zuleitungen Grenzwertüberschreitungen bekommen, sind ja die Vorfilter drin in den Wasserionisierern, die das rausmachen. Insofern, man kann sogar ein sehr, sehr schlechtes Leitungswasser haben und hat dann immer noch ein sehr, sehr gutes Aktivwasser dann am Schluss nach der Ionisierung, weil der eben. Natürlich muss man die Filter dann regelmäßig wechseln, das ist ja klar.